Ja, um dieses Bild geht es heute. Du siehst das Gold im Untergrund und du siehst ganz viel Struktur. Hier zeige ich es dir nochmal vom Nahen. Also das Gold ist drunter und blitzt immer so durch. Und du siehst viele Strukturen, also nicht nur jetzt oberflächlich, sondern eben auch in den Tiefen. Und ja, das geht durch viele, viele Farbschichten. In der ersten Schicht trägst du erstmal nur deine Goldfolie auf. Dazu gibt es auch ein extra Video in diesem Kanal. Ja, vom Abschneiden der Folie hatte ich hier noch so zwei Reste, die klebe ich hier einfach nochmal hin. Ja, die Idee ist ja, dass ich auch eine Struktur einarbeite und deswegen mische ich mir ja gerade Sand und weiße Farbe zusammen. Ja, das ist jetzt alles so Vorarbeit. Ich trage jetzt hier die Paste auf und weiß, dann muss ich es erstmal richtig durchtrocknen lassen, obwohl ich gerade Lust habe, eigentlich sofort loszulegen. Muss ich mich quasi wieder ausbremsen und warten, bis es trocken ist. Hier oben gehst du am besten auch nochmal über die Kanten rüber und dann lässt sich nachher die Farbe besser einarbeiten. Ich verstreiche die Farbe auch nochmal mit einem anderen Spachtel. Ja, die Farbe ist trocken und jetzt ist meine Energie weg. Und ich brauche jetzt erstmal wieder einen Anfang, um überhaupt zu meiner Idee zurückzukommen. Ja, und deshalb arbeite ich erstmal am Rand. Habe erstmal den ganzen Rand eingestrichen, um mich selber wieder zu inspirieren. Also das kann man eben ganz gut in der ersten Farbschicht, denn ich weiß, ich male ja zigmal drüber. Und jetzt sehe ich hier schon, wie schön sich die Farbtöne verändern, nur durch den ersten Farbauftrag. Ja, und ich hoffe, dass es mich jetzt weiter inspiriert. Ja, ich bin jetzt wieder gut ins Malen gekommen und ja, war auch erstmal so ein bisschen für mich, konnte jetzt nicht so viel reden und bin jetzt gut drin und kann jetzt auch mal wieder was dazu sagen. Ja, ich lasse jetzt hier die Farbe einfach laufen. Ich wasche jetzt die Farbtöne wieder raus, um Strukturen zu erhalten. Also ich möchte einfach ja, Tiefen und Höhen erzeugen. Durch die Struktur zieht die Farbe relativ zügig an und ich kann hier mit einer recht trockenen Farbe, gerade mit dem Weiß, das ist also nicht so nass, ziehe ich den Pinsel ganz flach über die Struktur und erhalte so ganz schöne Muster. Und ich kann hier auch weiter verstreichen, auch mit ein bisschen mehr Wasser dabei, um ja, die Fläche nochmal einzufärben und ich weiß, wenn ich jetzt nochmal rüber gehe mit einem Tuch oder mit Wasser, dann wasche ich den Untergrund wieder raus. Ja, wenn ich die Farbe abdecke mit einer anderen Farbe und die Struktur und dann wieder Teile herausarbeite,
dann ist das wie ein Stück Geschichte. Es ist so lebendig und ja, irgendwie wie Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Und diese alte Geschichte im Untergrund, die kann man eben hier und da wieder freilegen und eben ja, durch das Tuch wieder rauswischen oder sichtbar oder beziehungsweise sichtbar machen und oder so wie hier jetzt gerade einfach mal mit dem Wasser die Fläche wieder nass machen und dann Teile wieder rauswaschen. Und dann entstehen eben ganz neue Geschichten. Ja, jetzt ist noch mal wieder kommt noch mal wieder eine Farbschicht drauf. Ich werde wieder dunkler. Also du siehst, dass ich immer mal ja, dunkel arbeite. Dann gehe ich wieder hell rauf und dann nehme ich wieder was weg. Und so entstehen eben viele Farbschichten übereinander, die alle was zu sagen haben. Aber eben nicht alle auf einmal. Nimm ruhig mal dein Bild und guck dir das an, so wie ich jetzt gerade. Und ja, ich, da unten, das blitzt mir da zu doll. Das ist viel zu sichtbar, viel zu... Das muss wieder weg. Das mache ich jetzt erstmal wieder weiß. Ja, wenn ich sowas male, dann habe ich ja nur eine ungefähre Vorstellung von etwas, ein Gefühl von Farbe und von Struktur. Aber ich weiß, wann es nicht richtig ist und ich weiß, wann es richtig ist. Ich sage das auch nur, weil ich immer mal gefragt werde, ja, wann weißt du, wann dein Bild fertig ist oder wie viele Farbschichten du drauf gibst. Und es ist einfach immer nur etwas, was man sieht und dann mit einem Gefühl verbindet. Und dieses Gefühl geht dann automatisch in die Hände und dann tun die das einfach. Die nehmen die Farbe weg, die tragen die Farbe auf. Ja. Ja, hier zum Beispiel habe ich die ganze Zeit diese Kante gesehen, die mir überhaupt nicht gefiel. Und jetzt ist endlich der Moment da, wo ich sie übermalen kann. Und das Übermalen fühlt sich dann richtig an. Manchmal fühlt sich es aber auch nicht richtig an. Das sind dann so Tiefen, die man dann im Prozess hat. Und wo man sich dann so durchkämpfen muss und nicht aufgeben darf. Und man muss einfach dann daran glauben, nee, das ist auf dem richtigen Weg. Und das gehört jetzt einfach dazu, dass zwischendurch auch mal so aussieht, dass man das einem nicht gefällt. Ja, hier kann ich jetzt noch mal gut die Kohle einsetzen und probiere die richtig aus und weiß, nachher will ich da noch mehr Linie mit einarbeiten. Ja, mit der Hand lässt sich das natürlich auch wunderbar verschmieren. Besser als jetzt mit dem Pinsel, weil man fühlt sofort oben die nasse Farbe noch. Die verbindet sich gut mit der trockenen, dunklen Farbe. Ja, jetzt brauche ich nochmal mehr Kontrast und gehe auch nochmal mit schwarzer Farbe bei.
Also hier die Farbe nochmal laufen lassen, ja, und dunkler auf jeden Fall. Aber so richtig stimmt es einfach nicht. Mir fehlen einfach die Linien. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, nee, irgendwie gefällt es mir nicht. Ja, und dieses Dunkle drüber, das, diese scharfe Abgrenzung gefällt mir viel besser. Das fühlt sich viel besser an. Ja, ich unterhalte mich auch oft mit meinem Klavierlehrer darüber, das, was man im Kopf hat, also die Melodie, die man noch im Kopf hat, in die Finger zu bekommen und das eben in die Tasten zu bringen. Und das hier gerade, das fühlt sich gut an. Das ist jetzt quasi gerade die Melodie, die ich im Kopf hatte. Ja, so sieht es für mich schon gut aus und jetzt sind schöne Strukturen entstanden und es ist für mich harmonischer und ja, jetzt fehlen nur noch ein paar Linien, glaube ich, ein paar Höhen, noch ein bisschen Weiß noch drauf. Ja, ein paar Linien in der Oberfläche noch, also die ausgekratzten Linien und die im Untergrund die Linien, die tauchen jetzt eben noch mal in der Oberfläche auf, indem ich mit der Ölkreide hier einfach Linien drauf ziehe. Und dann habe ich wieder die Verbindung von unten nach oben. So ist das Bild jetzt fertig für mich und du siehst ja schön von der Seite, wenn ich daran vorbeigehe, dass eben das Gold so aufblitzt und ich ganz viele Strukturen erhalten habe durchs Wegnehmen der Farbe und Auftragen und Linien und Fläche auflösen. Ja, hier siehst du nochmal das andere Bild daneben, ist ja schon in diesem Kanal und da habe ich das ja ähnlich gemacht und es war auch ein langer Prozess, ehe das Bild so aussah, wie es dann aussieht. Und ja, hier ist die Struktur ganz schön zu sehen, weil das Licht auch nochmal wieder anders drauf fällt. Also je nachdem, wie das Licht eben ist, erscheint das Bild auch unterschiedlich.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ja, freue mich wie immer über ein Like und auch über deinen Kommentar, dass du dir die Zeit nimmst, da auch einen Kommentar abzugeben. Über positive Kommentare freue ich mich natürlich mehr. Ja, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!